Hallo, ich heiße Benjamin und gemeinsam werden wir uns die ersten Schritte im Grasp anschauen. Grasp wurde als Plattform erstellt, die es ermöglicht, Informationen abzuspeichern, Ressourcen auszutauschen und gemeinsam zu arbeiten. Als erstes erstellt man einen Space. Ein Space ist ein Bereich, wo man Informationen austauschen, Aktivitäten organisieren und zusammenarbeiten kann. Einmal angemeldet, erstellt man einen neuen Space durch Klicken des Erstellen-Knopfes oben links auf den Pad. Angenommen, Ihre Firma möchte eine Marketingstrategie für die neue Autoversicherung erstellen, dann geben wir den Namen hier ein, bestimmen, ob der Space öffentlich und damit jedermann zugänglich ist, nur von einer geschlossenen Gruppe von Leuten eingesehen werden kann oder gar versteckt ist und damit nicht einmal über die Suchfunktion zugänglich ist, sondern nur für extra eingeladene Mitglieder. Das untere Textfeld erlaubt eine genaue Beschreibung und sobald Sie die Erstellung abgeschlossen haben, erscheint der Space als oranges Icon auf dem Pad. Um den Space zu öffnen, reicht es, ihn anzuklicken. Dabei sind alle Spaces links in der Navigation aufgelistet. Das Konzept des Space ist das wichtigste Feature in Grasp. Ein Space ist ein Bereich, wo man all die verschiedenen virtuellen Sachen, die heutzutage Teil unseres Lebens sind, abspeichern kann. Ideen, Ratschläge, Konzepte, aber auch Bilder und Videos. Grasp erlaubt Ihnen, diese anderen zugänglich zu machen und das selbst nach einer gewissen Zeit. Als nächstes schauen wir uns deshalb an, wie man den Space-Elemente hinzufügen kann. Um Ihrem Raum ein Element hinzuzufügen, klicken Sie auf das Erstellfeld und wählen Sie eine zu erstellende Ressource. Dabei kann es sich um ein Dokument, ein Bild oder Video handeln. In unserem Fall möchten wir das Protokoll der letzten Projektsitzung hinzufügen. Dazu geben wir hier den Namen ein und wählen ganz einfach das entsprechende Dokument auf dem Desktop aus. Alternativ können Dokumente auch per Drag und Drop hinzugefügt werden. Wie zum Beispiel dieses Bild, das ein zukünftiges Inserat inspirieren könnte und das wir einfach vom Desktop auf das Erstellfeld herüberziehen. Abgesehen von Ressourcen können im Space auch Webanwendungen, sogenannte Widgets, hinzugefügt werden, wie sie vielerorts auf dem Internet zu finden sind. Man fügt diese ebenfalls über das Erstellfeld hinzu und wählt dazu Hinzufügen einer neuen Anwendung. In unserem Fall möchten wir zum Beispiel eine praktische To-Do-Liste auswählen, die wir unter folgender URL gefunden haben. Alternativ kann man auch Widgets aus einer Liste hinzufügen, wenn man hier auf Finden klickt. Wenn wir nun die Anwendung anklicken, sehen wir, dass wir hier neue Tasks hinzufügen können, was recht praktisch sein kann. Der Vorteil von Grasp ist, dass man Informationen mit einem genau definierten Kreis von Personen teilen kann. Dazu kommt, dass Projekte heute immer interdisziplinärer werden und immer mehr Mitwirkende ziehen. Deshalb ist es notwendig, dass man Informationen auch mit Leuten teilen kann, die nicht notwendigerweise Zugang zum Netzwerk der Firma oder der Geschäftseinheit haben. Das war noch nie so einfach wie mit Grasp. Um Leute einzuladen, klicken Sie erneut auf das Erstellfeld, wählen die Aktion Person einladen und geben ganz einfach die E-Mail-Adresse ein. Durch Bestätigen wird eine E-Mail an die Person gesandt und sobald diese die Einladung annimmt, erscheint sie als blaues Icon auf dem Pad. Dort können Sie auch die Rechte eines jeden Mitglieds ändern, vom einfachen Beobachter zum Mitwirkenden, der Elemente hinzufügen und bearbeiten kann, hin zum Besitzer, der Elemente auch wieder entfernen kann. Nun hat sich doch schon einiges Material in unserem Space angesammelt. Und diese Anzahl wird sich rasch vermehren, sobald auch andere Mitglieder ihre eigenen Dokumente hochladen. Deshalb hat in Grasp jedes Mitglied die Möglichkeit, einen Space individuell zu organisieren und zu gestalten. In unserem Fall zum Beispiel möchten wir die Dokumente unseres Kollegen von der Finanzabteilung eher am Ende der Liste haben. Dazu klicken wir einfach auf Reihenfolge ändern und ziehen die Dokumente ans Ende der Liste. Eine andere Möglichkeit ist, einen Subspace zu erstellen und die Dokumente dorthin zu verschieben. Andere nützliche Werkzeuge in diesem Zusammenhang sind die drei Menüs im oberen Bereich. Elemente, die Sie oft benutzen, können
können Sie einfach in das Favoritenmenü hinüberziehen. Das Suchmenü ermöglicht die Suche nach verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel einer Kollegin, die wir gerne dem Projekt hinzufügen möchten und die wir einfach auf das Pad überziehen. Die Zwischenablage schließlich ermöglicht es, Elemente von einem Space zum anderen zu bewegen oder miteinander zu verknüpfen. Wir möchten zum Beispiel eine Verknüpfung mit einem inspirierenden Bild herstellen, das wir in einem Space über Guerilla Marketing gefunden haben. Dazu ziehen wir das Bild zur Zwischenablage, wählen Verknüpfung erstellen, gehen zurück zu unserem eigenen Space und fügen es dort von der Zwischenablage wieder ein. Damit wir das mit jeder beliebigen externen Ressource vom Internet tun können, steht uns das Grassbit-Werkzeug zur Verfügung. Das Grassbit-Werkzeug funktioniert wie ein Fotoapparat. In der Wirklichkeit besuchen Sie einen Ort und falls er Ihnen gefällt, machen Sie davon ein Foto. Wenn Sie nun durchs Internet surfen und auf etwas Interessantes stoßen, machen Sie davon keine Foto, sondern Sie graspen das betreffende Element. Um das Grassbit-Werkzeug zu benutzen, ziehen wir das Icon auf die Lesezeichenleiste. Wenn wir nun beim Surfen auf etwas Interessantes stoßen, genügt es, Grassbit zu klicken und das entsprechende Element wird automatisch in der Zwischenablage von Grassbit gespeichert. So zum Beispiel dieser Artikel von Forbes über neue Marketingstrategien oder dieses Video über Crowdsourcing. Wenn wir nun zu Grassbit zurückgehen und die Zwischenablage aktualisieren, können wir die Elemente direkt von hier unserem Space hinzufügen. Und von da sind sie dann allen anderen zugänglich. Im Falle des Artikels erstellt Grasp automatisch einen Screenshot der Webseite zum Zeitpunkt des ersten Aufrufs und dient daher auch als eine Art Archiv, was besonders für Newsseiten oder Blogs, deren Inhalt ständig ändert, sehr nützlich sein kann. So, das waren die ersten Schritte zur einzigartigen neuen Erfahrung des Erfassens, Abspeicherns und Austauschens des Virtuellen. Wir hoffen, Sie haben etwas davon getragen. Ansonsten steht Ihnen das Help Center unten rechts auf Grasp zur Verfügung oder Sie kontaktieren mich direkt in Grasp unter dem Benutzernamen Grasper. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen in Grasp.